herzlich willkommen auf meinem Kanal, die mich noch nicht kennen. Ich heiße Rosemarie und ich habe heute ein Tauschpaket mit der lieben Gina gemacht. Hatte ich mit der Gina. Genau, das ist dieses Paketchen, schon ein bisschen groß. Wir haben insgesamt, haben wir uns ausgemacht, so 15 Euro insgesamt. Aber wir sind beide ein bisschen drüber, aber das ist ja nicht schlimm. Genau. Ich habe das schon mal geöffnet und jetzt wollen wir mal reinschauen, was die liebe Gina für mich hineingelegt hat. Genau, hier liegt gleich erstmal ein bisschen Papier und eine liebe Karte. Hier steht, für die liebe Rosemarie. Hier mit schön ein Kaktus drauf und hier hinten mit so ein Lama drauf. Und ja, das werden wir jetzt zusammen öffnen. So, ist was drin? Nein. Hier steht Danke mit ein schönes Herz. Bitte schön, liebe Gina. Habe ich gerne mit dir ein Tauschpaket gemacht. Da habe ich mich sehr gefreut. Das ist mein allererstes Tauschpaket, was ich gemacht habe, was ich jetzt gerade mache. Genau, hier steht, ich glaube, ich kann das bestimmt vorlesen. Ich schaue mal. Genau, ich kann es vorlesen. Hallo liebe Rosemarie, schön, dass ich und du ein Tauschpaket zusammen habe. Ich hoffe, die Sachen gefallen dir. Ich mag deine Holz sehr gerne. So, jetzt packe auf Paket aufmachen, deine Gina und Co. Mit einem schönen Smiley und noch ein bisschen... Voll niedlich. Danke, liebe Gina. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich hoffe, mein Paket gefällt dir auch. Und ja, das von der lieben Gina, den YouTube-Kanal, den verlinke ich euch unten in der Infobox. Da seht ihr, was die liebe Gina von mir bekommen hat. Genau. So, ich hole mal das Papier schnell raus. So. So, was ich zuallererst sehe, ist ein 8x4 Deo, neu ist das, Nummer 6, 48 Stunden Sturm, 0% Alkohol, frei Deorand. Das ist einmal das hier. Ja, ein Deo kann man im Sommer gerade jetzt immer gebrauchen. Was ist das mit... Was ist das schöner Duft? Wartet mal. Ach, das muss man aufschieben. Okay, drin. Ich will mal riechen. Ja, ist ein sehr angenehmer Duft. Auch nicht zu stark, aber jetzt kommt langsam das Süße. Ja, riecht richtig gut, aber ich glaube nach Limette. Mal, ich guck mal. 48 Stunden zuverlässige Deodorat-Schutz. Dermalogisch bestätigt, Hautverträglichkeit ohne Aluminium. Aus ca. 15 Minuten Entfernung unter Achseln sprühen. Okay. Extra okay. Hier sind 150 Milliliter drin, aber es ist eine schöne, schöne Idee. Genau. So, dann kommen wir erstmal zu den ganzen offenen und dann gehen wir zu den eingepackten Produkten. Hier habe ich noch eine Maske von Isana Durstlöscher für die Haut mit Hyaluron, Zitronenmelisse und Minzextrakt für alle Hauttypen. Das ist einmal die hier, die werde ich auf jeden Fall in meinem Maskenvideo euch zeigen, wie die war von Isana, also von Rossmann. Ja, ich finde die Verpackung auch richtig schön. Richtig schön mit den Zitronen. Richtig schön. Ja, ich freue mich schon, die Maske zu benutzen. So, dann habe ich hier ein paar Augenpads von Isana mit Hydrogel Augenpads, Beauty Glow, Hyaluron, Vitamin C und Himbeerextrakt. Okay.
Die glitzern auch, seht ihr das? Ja. So ganz leichtes Glitzern, seht ihr das? Das ist hammergeil. Ich liebe Himbeeren. Ach, ich liebe Himbeeren. Hier sind zwei, für eine Anwendung ist es drin und die werden wir auch zusammen austesten. Aber wie man hier sieht, die sind auch richtig schön gedrängt in das Zeug drin. Finde ich schön. Genau. Dann komme ich hier noch zu einem Beauty Mask Company. Bubbelmaske. Oh, eine Bubbelmaske. Kaktus und Wasserlilie. Bubbeltuchmaske. Tiefreinigung und Super Glow. Für jeden Hauttyp. Vegan ist sie. Oh, die habe ich. So eine habe ich echt noch nicht ausgetestet. Ich hole ich mal ein bisschen hier ran. So. Aber die ist richtig gut. Das würde ich auf jeden Fall austesten. Tuch entnehmen. Erst ein Tuch entnehmen und auf das gereinigte Gesicht auftragen. Gleichmäßig mit dem Finger aufschäumen und für 10 Minuten einwirken lassen. Tuch abnehmen und verbleibende Schaum mit Wasser abwaschen. Finde ich supi. Werde ich austesten. Dankeschön, liebe Gina. Danke. So. Dann habe ich was von Isana, ein Soft Skin Cremeöl Peeling mit Avocadoöl. Das ist einmal das hier. Das hier habe ich mir auch gekauft, weil ich das testen wollte bei Rossmann. Vor allem bei Isana, also Rossmann. Ja, ist aber nicht schlecht. Werde ich auch mit benutzen. Wir brauchen das ja viel. Auch mein Freund benutzt das. Und der Duft davon, der ist sowas von. Ey, der ist sowas von super. Oh, der riecht mega. Das sind auch ganz feine. Und das mit der Creme, das wollte ich gerne mal austesten. 250 Milliliter sind hier drin. Mit Avocadoöl. Cremeöl Peeling. Finde ich super. Dankeschön. So, dann haben wir hier noch etwas. Ah ne, das hole ich zum Schluss raus. Hier habe ich etwas von LOL Movi Magix. Oder wie das auch immer heißt, das ist einmal die hier, das ist so eine runde Kugel. Ja, da hat die liebe Gina mich gefragt, ob ich das möchte. Das werde ich auch meiner Schwester geben, weil sie, ja, ein Mädchen natürlich hat und ich habe einen Junge als Kind. Genau, da habe ich gesagt, Gina ist nicht schlimm, leg's mit rein, das kann ich meiner Schwester geben. Die wird sich bestimmt freuen darüber. Trotzdem Dankeschön. So. Jetzt habe ich hier noch von Kneipp eine Dusche. Gute Nacht. Zirbenholz Amiris. Dusche aktiv, Bohne. Okay, Entspannung am Abend für erholsame Schlaf. Von Kneipp ist das hier. Das ist eine Cremedusche. Okay. Ich werde das mal öffnen. Wir wollen mal schnuppern. Wir wollen mal schnuppern. Vielleicht riecht mir was. Oh. Richtig gut riecht das. Also auch nicht so pilikrant. Rezept ohne Mikroplastik. Ist mega. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. 200 Milliliter sind hier drin. Das wird gleich in meine Dusche gehen. Das werde ich gleich. Ja, ausprobieren. Genau. Danke, liebe Gina. So, jetzt kommen wir. Ah, hier ist noch etwas. Von Essence ein Multi-Us Mikroplench. Lassen sich putrige und flüssige Make-up Produkt für Augen und Gesicht ideal auftragen. Okay, für Make-up ist der Schwamm. Ich finde es gut. Ja. Das sieht auch sehr weich aus. Ich wollte den mal auspacken. Ja, der ist richtig fluffig.
Also richtig weich, da kann man bestimmt gut Make-up auftragen damit so. Oder Puder auftragen, sowas. Das muss man ja immer so ein bisschen pressen, das Puder. Aber das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Dankeschön. So, dann kommen wir jetzt zu den eingepackten Produkten. Hier ist etwas, hier ist auch nichts drauf geschrieben. Das werden wir jetzt auspacken. Ich bin gespannt, was Schönes drin ist. Oh, hier Gesichtsmasken-Set von Beauty. Das ist einmal das hier. Ich zeige es euch nochmal von hinten. Da kann man die Masken damit auftragen. Und dann, wenn man diese Masken drauflegt, kann man das hier extra drauflegen, dass die Maske auch hier unten oder hier oben so ein bisschen besser hält. Dass sie auch nicht so mal so abgeht. Das finde ich gut. Sehr gut. Tragen Sie ein Pflegeprodukt Ihrer Wahl gleichmäßig mit dem Maskenpinsel auf. Der Gesicht auf. Legen Sie die Silikonmaske darüber und lassen Sie es ca. 10 Minuten einwirken. Eventuell Rückstände des Pflegeprodukts danach sanft in die Haut einmassieren. Okay, das kann man auch für dieses Flüssige, wenn ich das so auf mein Gesicht schmiere, mit dem Pinsel jetzt drauf mache, kann man das auch drauflegen und entspannen. Das finde ich sehr gut. Dankeschön. Echt eine gute Idee. Wir werden es aber auch mal aufmachen. Und die Maske kann man auch immer wieder verwenden. Okay, das ist ein weicher Pinsel. Okay, die Maske ist hier drin und der Pinsel. Komm raus. Kommt raus. Will nicht. Will nicht raus jetzt. So, ich will den noch angepackt lassen, aber der ist richtig weich. Auch hier oben. Dem Bürstchen. Okay. Werden wir mal ausprobieren. Ich kenne eigentlich immer nur diese harten Pinsel. Aber wird ausprobiert. Auf jeden Fall. Genau. Ich will das nochmal schnell mit hier reinlegen. Dass nichts passiert. So. Jetzt kommt zum nächsten eingepackten. Das ist etwas Kleines. Das könnte eine Handcreme sein. Oder was für die Füße. Kann mehreres sein. Aber schön eingepackt hat die liebe Tina das. Oh, ist auch wieder etwas von Kneipp. Ein Mandelblüte-Hautzart. Sensitiv. Handcreme. Mandelöl. Oh, ist eine schöne. Kneipp-Produkte habe ich auch noch nicht getestet. 75 Milliliter sind drin. Ja, nee, von Kneipp habe ich, glaube ich, noch nichts getestet. Da werden wir mal schnuppern. I! Wir werden uns mal was auf die Hand machen. So. Oh, riecht gut, ganz leicht. Oh, jetzt kommt gerade der Duft raus. Ja. Richtig gut. Zieht auch ganz schnell ein. Boah, das ist ja gut. Noch ein bisschen, aber das zieht gleich noch ein. Hier. Und der Duft. Oh, wirklich nach diesen Mandelblüten. Nach Blüte riecht das auf jeden Fall. Danke, liebe Gina. Ich bin froh, dass ich mit dir ein Tauschpaket gemacht habe. So, jetzt kommen wir zu noch etwas. Das fühlt sich sehr hart an. Und etwas gepolstert. Könnte bestimmt ein bisschen schminken. Oder was ist das? Nochmal extra eingepackt. Zur Sicherheit. Entschuldigung fürs Knispern. Die Gina, die hat das so gut eingepackt. Ein von Catrice. Ein Clove Highlighter. 8 Gramm sind hier drin. Oh, der ist aber schön. Richtig schön. Den werden wir auch gleich mal aufmachen. Ich möchte den mal testen. Ja, ich bin einfach so. Ich muss die testen.
Nichte? Ich weiß jetzt nicht durch meine Hände. Nee, der riecht glaube ich nicht. Aber ich werde ihn mal zwatschen für euch. Ganz leicht. Oh, ganz zart, also ganz weich hier drinnen. Oh, Hammer. Richtig gut. Schön rosa. Leuchtet auch. Also sind auch keine Glitzerpartikel drin, aber das es leuchtet trotzdem, schimmert so richtig schön. Richtig schön. Dankeschön, liebe Gina. Bin echt gespannt, dass die 010 Glowing Peony Highlighter Puder mit pflegendem Öl komplexseitiges gepacktes Mineralpuder für sanfte, strahlende Wangen. Für die Wangen. Okay. War ja klar. Oh, jetzt haben wir ein nächstes. Das ist auch wieder extra so gepolstert. Mal gucken, was das ist. Ich bin gespannt. Ich liebe einfach so. Das ist eigentlich wie Weihnachten, finde ich. Oder wie Geburtstag, irgendwas zu bekommen, zum Auspacken, so Überraschung. Das ist nochmal eine extra verpackt. Ich muss nochmal kurz den Anfang hier finden. Die Gina, die hat das so gut verpackt. Ich muss erstmal gucken, wo hier der. Hä? Jetzt komme ich nicht mehr. Ah, hier. Wartet. Ich brauche nochmal meinen. Ich muss jetzt erstmal öffnen. Na komm, geh ab. Gina, die hat das so gut verpackt. Muss ja auch gut verpackt werden. Heutzutage muss man ja gut aufpassen. Von Rival de Lou. Eine Palette. Guck mal die Palette an von Rival de Lou. Oh. Hier sind 15 Farben drin. Ich will sie euch mal öffnen. Damit werden wir bestimmt ein Schminki draus machen. Ach, das hier oben finde ich so schön. Auch die Farben. So in rötlichen, in gold, in gelblich so. Noch ein paar normale Farben, ein paar bräunliche Farben. Finde ich schön. Habe ich auch noch nicht die Palette. Dieses Muster hier vorne, das gefällt mir so sowas von gut. Ich habe auch zwei von dem, aber andere davon. Dankeschön. Ich bin echt froh, dass ich mit dir ein Tauschpaket gemacht habe. So, wir machen weiter. Oh, hier klappert was. Hier sind, glaube ich, zwei Produkte drin. Oh ja, stimmt. So. Nee, es sind drei Produkte sogar drin. Kurz Moment, ich muss noch mal kurz was abmachen. Hier haben wir einmal von Rival Holy Grails Liquid Eyeshadow. Einmal den hier. Der ist doch, glaube ich, von Maxim gewesen. Die 02 Kings, oder? Weil von ihr habe ich nämlich auch die anderen von Maxim, die Produkte, die ihr rausgebracht habt, ja gewonnen. Da hatte ich auch ein Video darüber gemacht und die Produkte sind sowas von gut. Also ich liebe die. Auch der hier. Was ist das? Ein Liquid Eyeshadow. Die spezielle flüssige Textur und die hohe Pigmentierung sorgt für eine intensive Brillante Effekt. Okay, schönes rötlicher. Ja, für hier oben wird das bestimmt gut sein. Ich lasse den aber jetzt zu, weil ich noch welche offen habe. So, dann habe ich hier noch etwas drin von Io Amaze Waterproof Volume. Eine Mascara, die ist wasserfest. Das ist schön, dass sie wasserfest ist. Die Gina, die hat gut aufgepasst, dass ich wasserfeste Mascara liebe. Hier sind 7,9 Milliliter drin. Kann man die auch im Laden kaufen? Warte mal.
richtig schönes Packaging. Wow, cool. Von L'Oréal Paris. L'Oréal Paris. Wartet mal. So, jetzt. Dankeschön. Da freue ich mich wirklich, die auszutesten. So, jetzt habe ich noch etwas drin von Essence. Ein Vatefek Extrem. Wartet mal. Blumig Lip Peeler. Mit Chili-Extrakt. 4,2 Milliliter. Das ist einmal der hier. Das sind doch, wenn man die auf die Lippen macht, dass die dann so aufblustern, oder? War das nicht sowas? Hier. Okay. Bestätige, dass das Produkt die Lippen nicht ausgetrocknet. Oh, die Lippen nicht austrocknet. Hier steht auch noch etwas. Extrem aufpolsternde Lippenfüller. Habe ich ja gemeint. Der wird so leicht ein bisschen brennen bestimmt. Angereichert mit Chili-Extrakt für einen stark prickelnden Effekt. Prickelnden. Aber nur prickelnden, aber nicht scharf. Werde ich testen, liebe Gina. Ja, danke schön. So, oh, da ist noch so viel drin. Guck mal. Da ist immer noch so viel drin. Ja. So, jetzt haben wir etwas hier, was Kleines. Das könnte ein Lippenstift sein oder eine Mascara. Erstmal aufkriegen. Die Gina, die hat so viel Klebeband benutzt. Doch eine Mascara, oder? Ich habe von der lieben Gina noch ein Haar bekommen. Als Andenken. Nicht schlimm. Ah, kann passieren. So, wartet mal. So, hier habe ich von Gott 2B Voluma ein extra Volume Mascara Waterproof Black. Also das ist schwarz, das ist einmal die hier. Von Gatte B oder sowas, wie die Marke hieß da. Wartet mal, was ist die andere? Ist die auch schwarz? Da werden wir die jetzt mal öffnen. Ich bin jetzt gespannt. Oh ja, die ist auch schwarz. Wow, richtig schön. Aber die lasse ich jetzt zu. Ich kann nicht alles öffnen. Ja, das ist eine richtig schöne Mascara. Und sehr viel Volumen soll die geben. Wir mal austesten. Ich liebe ja Wimperntuschen, die gehen immer bei mir, finde ich. Wimperntusche kann man immer haben. So, dann haben wir hier noch etwas. Das sieht aus wie Fahrt. Klingt auch wie Glas. Oder Plastik. Mal gucken, was da Schönes drin ist. Oh, man sieht was. Mit dir. Das ist einmal 48 Stunden Hydro-Team. Okay. Von Catrice. Hydro Overnight Maske. Eine Maske. 5% Squalanch. Also für die Nacht bestimmt. 20 Milliliter sind drin. Einmal die hier. Guck mal. Schön blau. So schönes Himmelblau. Hammergeil. Oh. Die sind richtig toll. So, hier steht auch noch etwas dran. Feuchtigkeitsspendende Nachtmaske mit Quallen und Vitamin C. Gleichmäßig im Gesicht auftragen, über Nacht einwirken lassen und am Morgen abwaschen. 2 bis 3 Mal die Woche anwenden. Genau. Oh, okay, für die Nacht. Da ist ja das hier gerade sehr gut, finde ich. Ich habe das mal gedacht, aber wenn ich die Masken abends drauflege, ja, okay, die wird bestimmt einziehen im Gesicht. Aber das schmiert doch bestimmt auf dem Kissen. Da habe ich mir gedacht, da kann man hier auch die Maske dann oben drauf machen dann. Erst die Maske, dann das. Und dann wird es eigentlich richtig gut sein eigentlich.
Man sieht ja nur ein bisschen lustig aus beim Schlafen, aber das sieht man ja kaum beim Schlafen. Jemand, finde ich. Richtig toll. Und 48 Stunden Hydration. Mitch, langsam. So. Richtig schöne Produkte schon. So, jetzt haben wir noch eins. Das klappert. Das könnte vielleicht eine Tagescreme sein. Oder eine Nachtcreme. Sowas in der Art. Schon richtig geraten. Schon ein bisschen. So, hier haben wir ist keine Tagescreme und Nachtpflege. Hier haben wir vom Balea ein Beauty-Effekt. Fünffache Hyaluron-Serum. Ein Serum. Guck mal, richtig toll, oder? Sofortige Glättung und Straffung, sichtbar, Falten, Minderung, Aufpolstern, Effekt mit Hyaluronsäure. Okay, ja, ein bisschen brauche ich das hier so ein bisschen oder hier oben. Oder hier so ein bisschen unterm Auge finde ich das richtig gut. Anwendung. Morgens und abends nach Bedarf ein paar Tropfen auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und sanft einmassieren. Das Serum eignet sich ideal als Grundlage für die Aufnahme weiterer Pflegeprodukte oder auch als Make-up enthält. Was Make-up an Unterlage. Ach so, Unterlage. Finde ich supi, richtig gut. Ich freue mich, das auszutesten. Danke, liebe Gina. So, jetzt sind noch zwei Produkte eingepackt und dann sind noch welche zu. Hier sind auf jeden Fall zwei Produkte drin. Gucken wir mal. Das sind bestimmt Lippenstifte oder sowas. Könnte sein. Von Rival de Lou. Make-up. Revolution London. Wartet mal. Revolution. Das sind einmal die. Ich zeige es euch erstmal. Einmal der hier. Ups. Da kommt gleich da. Heute nicht. So, jetzt einmal der hier und einmal der hier. Jetzt wollen wir mal gucken, für was das ist. Labios. Kommt auf jeden Fall aus Medchina. Aber was bist du? Bist du ein Lippenstift? Make-up Revolution London. Ja, aber mal was auf Deutsch. Beauty. Muss ich dann nachher mal schauen, was es genau ist. Hier sind auf jeden Fall 2,5 Milliliter überall drin. Aber werde ich auf jeden Fall schauen, was das genau sein soll. Ist kein Problem, schaue ich einfach gerne nach. Mal was Neues testen. Ist ja nichts Schlimmes. So, jetzt kommen wir zu den letzten Eingepackten. Oh, die allerletzte. Hier liegt noch so viel noch ein bisschen erst drin. Entschuldigung, wenn es jetzt gleich wieder klappern tut. Oder klappert. Gina, die hat das so gut hier eingepackt. Ich hoffe, meine Produkte sind auch bei dir heil angekommen. Oh, das ist ja was Schönes. Cool. Einmal das hier sind zwei Produkte. Ich werde mal den Klebeband hier abmachen. Dann sieht man, glaube ich, gleich mehr, wenn man den abbekommt. Will wieder heute nicht. Na komm. Noch ein Stück. Na komm. Geh ab. Oh, die Jeans.
Die Gina, die hat so gut mit Klebeband gearbeitet. Von Rival de Lou. Das sind einmal die hier. Guckt man das Packaging wieder an. Das Leuchtende. Wie die Palette. Das ist bestimmt ein London. Bestimmt ein Plush. Ach nee, nur sind 2 Gramm drin. Es steht bestimmt einer hier so ein roter Plush, den ich so ein bisschen drauf habe. Das sieht richtig schön aus, der Plush. Flort. Flort. Ein Powder und ein Blush. Ein Powder und ein Blush. Das ist ein Powder. Ich mach den noch auf. Na komm. Ach, der ist noch mit Klebeband. Ah, Klebeband. So, weg mit dir. Den brauchen wir nicht. Der sieht so aus. Ja. Ich probiere den mal. Oh, die sind ganz weich. Ganz weich. Ein Blush. Oh, sehr dunkel. Ja, sehr dunkel. Ich überlege, den kann man auch hier für hier oben auch nehmen als Highlighter. Hier wie die Highlighter-Palette. Kann man die auch da oben mit benutzen? Oder kann man den auch noch schön verblenden? Oh ja, der lässt sich schön verblenden. Sieht man gleich gar nicht mehr dann. Hier noch ein bisschen. Aber der lässt sich richtig gut verblenden. Powder. Oh, die kann man auch hier noch ein bisschen mit drauf machen. Dankeschön, liebe Gina. Richtig schöne. Richtig schöne. Upsi, die schöne Produkte. So, jetzt kommen wir noch etwas, was die Gina mir ja geschrieben hatte. Das, was ich ja hier auch bekommen hatte von der lieben Gina. Die hatte sich ja was bestellt. Ja, und ja, da liegen noch etwas drin. So, da haben wir. Ich muss aber auch erstmal schauen, was das ist. Einmal das hier. Da sind unterschiedliche Produkte drin. So wie ein Anhänger, Kleber. Ja, und hier ein Nagellack. Ja, genau. Das kriegt auch meine Schwester. Die wird sich bestimmt freuen, die Kleine. Genau. So, dann haben wir. Oh, hier haben wir noch etwas. Müssen wir mal gucken, was das ist überhaupt. Wenn ich es aufkriege, ja. Ein Kamm mit einem Spiegel. Hallo. Richtig schön. Ja. Ah, die liebe ich hier. Die sind richtig gut, diese. Dankeschön. Richtig, richtig schön. Noch ein Kamm mit einem Spiegel. Wenn man sich mal für unterwegs, kann man sich die Haare kämmen und nochmal schnell ein bisschen ordentlich machen. Finde ich supi. Na komm. Ist auch richtig schön für unterwegs, auch mal für den Urlaub. Klein und handlich. Finde ich sehr gut. So. Dann habe ich jetzt hier noch das letzte Produkt. Da muss ich erstmal gucken, was von Barbie. Color Reval. Okay, für eine Barbie-Puppe. Ich zeige euch mal. Ich muss mal auf dem Bild, das ist so groß. Seht ihr das? Und hier hinten sind dann bestimmt solche Anziehsachen drin mit Haare. Da kann man die Puppe oder die Figur hier drin, die Puppe oder die Figur, ich weiß nicht, was das ist, bestimmt auch anziehen. Ja, anziehen kann man die. Da ist auch eine Katze oder ein Hund drin. Die kann man waschen. Oh, supi. Auch mit Wasser abwaschbar. So, ja, das finde ich echt toll. Für die Kleine, die hat ja auch, glaube ich, bald Geburtstag, da können wir das mitgeben. Finde ich nicht schlecht. Ja. So, jetzt ist das schöne Paket leider alle gewesen. Leider. Aber es sind richtig tolle Produkte dazu. Ich bin echt froh,
da ich mit der lieben Gina ein Tauschpaket gemacht habe. Ja, von allen etwas dabei. Schöne Masken, was zum Peelen, was zum Schminken, Augenpads, ein Kamm, wo man drauf machen kann. Hier seine Masken, das Flüssige, Lippenstifte, Blush. Ja, ist von jedem etwas drin. Finde ich sehr gut. Ja, so, ich werde es euch nochmal kurz zeigen und dann, ja, das ist einmal das hier gewesen. So, dann hatten wir hier diesen mit Chili, den Lipgloss, der die Lippen aufplustert so ein bisschen. Dann haben wir hier von Kneipp die Handcreme, die schon eingezogen ist und immer noch so gut riecht. Dann haben wir von Kneipp einen guten Nacht Dusche. Eine Duschcreme. Super. Dann haben wir von 8x4 ein Deo. Dann haben wir hier noch den Serum. Fünffache Serum. Sialuronsäure. Säure? Serum. Was komme ich denn jetzt noch für einen Namen? Ist auch sehr super. Dann habe ich hier noch dieses von Isana, die mit Avocadoöl, das Cremeöl Peeling. Supi. So, dann haben wir hier noch eine Maske für die Nacht. Dann haben wir hier noch einen für hier oben, für die Augen. Dann haben wir hier noch ein Highlighter. Dann haben wir hier zwei Wimperntuschen in Wasserfest. Dann haben wir hier noch zwei, da muss ich mal schauen, ob das jetzt Lippenstifte sind. Aber bestimmt sollte hier Lipgloss in das bestimmt. Dann habe ich ja hier noch die schöne Palette bekommen. Dann habe ich hier noch den Blush und den Powder bekommen mit den schönen Mustern. Dann hier noch den für das Puder zum Auftragen, zum Draufmachen. Dann habe ich hier noch die Bobbeltuchmaske, die so ein bisschen aufbläst, dass man so aussieht. Dann haben wir die Augenpads und noch eine schöne Maske mit Zitrone. Dann haben wir den schönen Kamm mit dem Spiegel. So, und natürlich die schöne Karte. Und die Kugel. Und das hier. Und dieses riesengroße Stück hier. Ich bin echt gespannt, was da alles drin ist. Was für die Hunde, Popcorn. Ja, so, das war das schöne Tauschpaket gewesen mit der lieben Gina. Ich hoffe, die Produkte haben euch gefallen. Stellt's doch scharf. Dankeschön. Also mir haben sie auf jeden Fall gefallen, die Produkte. Danke, liebe Gina. Auch die Karte war sehr liebe. Ich hoffe, meine Produkte gefallen dir. Genau. Und ich freue mich schon auf das nächste Tauschpaket mit dir, liebe Gina. So, ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Tauschpaket mit jemandem. Tschüss.